That's an electric fence. I need to find a way to switch it off if I want to get that electric fence. What is it doing here? First, I need to cut off power. Ich dachte, das hätten wir gerade. Na gut. Where could these wires lead? Ich folge jetzt mal dem Grünen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir müssen sowieso allen drei folgen. Da oben. Okay. Kannst du das, du bist ein großer Junge. Ja, ich wusste es doch. So, hier kommt das grüne Kabel an. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung, ich muss. Es geht sofort weiter. Wisst ihr, was der Super-GAU wäre? Jetzt an dieser Stelle der Aufnahme feststelle, dass mein Mikrofon nicht an ist. Wieso was in der Art? Das wäre bitter. So, okay. One down, but there's more. Ja, ja. Insgesamt drei Stück, das wissen wir schon. Kann ich da einfach runterspringen? Gut, dann folgen wir jetzt dem Blauen, weil das ist hier auch direkt. Und das Rote, das hat sich ja tatsächlich schon relativ früh verabschiedet. Das machen wir dann als Letztes. Das ist die Frage, wie sinnvoll es ist. Dieser elektrische Zaun, der wirkt ja eher so, als sollte er irgendetwas drin halten. Als draußen, weil ich meine, wir haben die Stromgeneratoren und die Steuerung für den Zaun. Das haben wir alles auf dieser Seite des Zauns. Das heißt, wenn der dazu gedacht wäre, uns oder irgendjemand anderen, der von dieser Seite hier kommt, davon abzuhalten, hineinzugehen, dann wäre das hier sehr ineffektiv. Und das beunruhigt mich, ehrlich gesagt. Okay, wenn wir diesmal klettern, wa? Klettern. Okay, dann halt von hier. Was ist denn da? Second one done. I think there's just one left. Irgendjemand hat sich hier vor gar nicht allzu langer Zeit aufgehalten. Was ist das hier? So eine Art Sägewerk? Ich glaube, ich sehe mich im Moment in den Adam-Kapiteln nicht genug um, aber
Ich will auch nicht wieder stundenlang hier durch den Wald irren. Und am Ende gibt es dann doch nichts zu entdecken. Das wäre auch doof. Was steht da eigentlich? Firewood Graveyard. Ja, natürlich. Natürlich liegt in der Richtung der Friedhof. Super. Ich bin mir sicher, das ist auch schon absolut überhaupt nicht besorgniserregend. So. Jetzt bereue ich es gerade so ein bisschen, dass ich das zuletzt gemacht habe. Oh Gott sei Dank. Die Physik macht hier gerade keinen Sinn. Um das Ding aufzumachen, muss ich die Maus nach rechts schieben. Ja. That was the last one. I won't be electrocuted now. Na gut. Dann gucken wir noch mal, wo uns unsere Fährte hier hinführt. First, I need to cut off power. Hatten wir das nicht schon? Alter! So, Checkpoint! Und da hinten ist der Turm. Das sieht schon ziemlich geil aus, oder? Auch hier mit dem Lichteinfall jetzt da an der Stelle und da ist schon schön. Ist schon schön. So, prinzipiell würde ich sagen, wir müssen erstmal nach oben. Und dafür müssen wir wahrscheinlich hier erstmal drum rum. Da was? Nee. Na gut, okay. Ja, ich bin mir relativ sicher, ich weiß, wo die Fährte hier hinführt. Wir müssen zu dem Turm da oben. Zeit im Hinterkopf, du musst noch was anderes aufnehmen. Ja? Lass dir hier nicht mehr so viel Zeit. Du musst noch was anderes aufnehmen. Und dann denke ich immer wieder, alles, was ich jetzt aufnehme von diesem Spiel, dann muss ich aber später nicht aufnehmen. Dann habe ich das schon mal fertig. Da gucken wir erstmal. Das ist die Firewatch. Okay. Ja, yeah, zu dem Gebäude da führt unser Weg. Ach ja. Ich meine, ich weiß gar nicht, warum mein Kopf mich so hetzt. Ich habe noch... Ja, mindestens 5-6 Stunden Zeit heute zum Aufnehmen. Und in der Zeit werde ich es ja wohl schaffen, wenigstens eine Folge The Witcher und eine Folge Darksiders 2 aufzunehmen, weil die brauche ich noch für heute. Alles andere kann ich ja theoretisch auch morgen machen. Jetzt will ich nämlich erstmal wissen, wie es hier weitergeht.
Das sieht leicht verdächtig aus. Da könnte sich was hinter ver... Entschuldigung. Verstecken. Es gibt eigentlich auch keinen Grund, warum man nicht in der Lage sein sollte, darüber zu klettern. Aber okay. Just saying. Ach, wir haben schon ein neues Signal. Okay, wir müssen immer noch in Richtung des Turms. Na gut. Na, das hätte ja jetzt wieder in die Hose gehen können, wenn ich da jetzt stundenlang versucht hätte, da wieder reinzukommen. Signal is coming from the tower. Spitze des Turms, wollen wir wetten? So, dieser Aussichtsturm, das ist auch wieder ein wunderbarer Ort, von dem aus man dann irgendwelche Anomalien abschießen könnte. Das Scannen bisher ist nämlich viel zu glatt gelaufen. Also dieser Turm, der wäre überhaupt nichts für mich, ne? Die Treppe außen, mit Sicht zu allen Seiten, die Stufen, da kannst du durchgucken. Ich würde wahnsinnig werden. Damn, not really scared of heights, but I better be careful. Oh, das hat mich auch in Dying Light immer fertig gemacht. Na, dass ich diese Türme klettern musste. Ja, ich muss ins Gebäude rein. Ich hatte es mir schon fast gedacht, ich wollte es mir auch nochmal sicher gehen. Firewatch. Habe ich auch immer noch mal spielen. Die Prämisse fand ich nämlich ganz interessant. Aber ich habe dieses Jahr andere Prioritäten. Ich habe versprochen, dass wir die 10 Spiele spielen. Das heißt, wir spielen die auch. Aber ich gehe halt doch davon aus, dass wir noch Zeit für andere Sachen haben werden. Ich würde nur, glaube ich, gerne zum Anfang des Jahres erstmal so ein bisschen was vorlegen. Wie gesagt, Song of Horror ist außen vor. Das können wir gerne nebenbei noch machen. Interessant, dass das nicht aufgeht, da. Ne? Im Großen und Ganzen, gerade zu Beginn des Jahres, würde ich mich halt doch ein bisschen auf die Liste konzentrieren. Habe ich es nicht gesagt, aber nur weil ich diese Liste habe, heißt das ja auch wie gesagt nicht, was sind das eigentlich für Anomalien? Das sieht ja, das sieht aus wie die Geister aus Beyond. Ja, guckt euch das mal an. Also ich möchte mir den Kanal dieses Jahr halt nicht von dieser Liste diktieren lassen. Deswegen stehen da auch nur Spiele drauf, die ich gerne mit euch spiele. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, gerade neue Releases, irgendwas, was ich nicht auf dem Schirm habe, teilt es mir mit. Wir haben die Zeit. Es geht ja auch nicht darum, diese 10 Spiele innerhalb des Jahres durchzuspielen. Was ich gesagt habe, war, wir fangen damit an. Na, also wenn wir das letzte Spiel, was weiß ich, in der letzten Dezemberwoche anfangen, habe ich mein Versprechen trotzdem gehalten. Ja, ich mache es mir manchmal etwas einfach, ich weiß. I was right. He's not here. I should look around. It looks like he was hiding something in here. Was ist denn das?
Wunderbar, der Schlüssel. Let's see what he's hiding there. Für das Haus. I shouldn't have left her alone again. Ja, offenbar ist sie aber nicht alleine. Es sieht aus, als ob sie sich mit irgendjemandem unterhält. Ist ja auch noch paranoid hier. Nee, aber ich muss sagen, also um nochmal auf die Liste zurückzukommen, auf diese Top 10, das sind alles Sachen, auf die ich mich echt freue. Da ist eigentlich nichts dabei, wo ich sagen würde, ach nö. Und ich bin ganz ehrlich, ich persönlich hätte wahrscheinlich eher Anno gespielt als Tropico. Aber so insgesamt, Aufbau, habe ich echt mal Lust drauf und Tropico ist auch geil. Mit Anno kennt ich mich nur ein bisschen besser aus. Da fühle ich mich von vornherein sicherer, wisst ihr? Aber was Neues ausprobieren mit Tropico? Dem bin ich definitiv nicht abgeneigt. Gagmakapa, was machst du da eigentlich? Ich weiß nicht, habt ihr das gehört gerade? Das war der Kater. Der nimmt hier wieder die halbe Bude auseinander. Wo war jetzt diese Hütte? Was ist das denn? Und wieso fällt mir das erst jetzt auf? Irgendwie so eine Wetterstation oder sowas? Ich muss mich mal orientieren. Das muss hier hinten auch sein. Da ist der Weg, oder? Ja. Müsst ihr euch jetzt nicht erzählen, dass es seitdem wir das letzte Mal hier in dieser Hütte waren, hier ein neues Signal gibt. Das würde nämlich implizieren, dass der Kerl noch da ist. Okay, dieses Signal, das hätten wir vorher schon kriegen müssen, theoretisch. We must find out how to open that goddamn basement. Ja, dafür müssen wir bestimmt ins Haus rein. Okay, so I'll storm in and give the guy hell until he tells me everything. I just hope his English is better than my Russian. Motherfuckers, they know everything about us. Everything. Fuck, they've been watching our every move. Even here, where we were supposed to be off their radar. Okay, jetzt müssen wir erstmal Schubladen durchwühlen. Mention the copies. Should have thought about that before. He already knows more than we wanted him to. The handler is concerned. We've got a serious conversation ahead of us. Who's behind all this? Since when have they been doing it? If they had me exposed, why didn't they steal the telegrams before?